Für etwaige Fesselspielchen kann man das dann auch benutzen. Heute habe ich Alex zu Gast. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin sehr glücklich, dass er da ist, denn er ist mit seinem Kanal Easy Alex eigentlich der Boho-King von YouTube, kann man sagen. Wir werden heute einen Betthimmel bauen. Meine Schwester hat auch einen gehabt früher und ich hätte schon auch immer gerne einen gehabt. Alex möchte einen Betthimmel, ihr vielleicht auch, so wird er aussehen. Der Betthimmel besteht aus 4 Birkenstämmen und einem großen Stück Schleiernessel. Zuerst werden 3 der Stämme entrindet und anschließend zugesägt. Die Stämme und Seitenteile des Bettes werden vorgebohrt und miteinander verschraubt. Den 4. Birkenstamm binden wir an der Kopfseite des Betthimmels fest. Anschließend verknoten wir den Stoff mit den Birken und dekorieren das Ganze noch mit Boho-Deko. So, damit wir das jetzt hier professionell anbringen können, müssen wir natürlich ein bisschen was wegräumen. Also Matratze weg, Kissen weg. Mach mal. Okay. Easy was. So, legen wir los. Okay, Alex, also ich habe uns jetzt hier 3 so Birkenstämme besorgt. Die sehen mega gut aus. Nur um es einmal kurz zu zeigen, zieht man das hier so in kleinen Löckchen die Rinde weg. Damit wir das aber hier am Bettrahmen befestigen können, werden wir jetzt hier ein Stückchen aussägen bei allen 3 Stämmen. Und dann kann man das hier so drauflegen und festtackern. Smarte Lösung, ist richtig gut. Ja, sehr gut. Ja, voll. So, erstmal zeichnen wir uns jetzt die Linien an, die wir dann später aussägen werden. Also als kleine Faustregel, 1/3 weg. So, unser Bettrahmen hier ist 19 cm hoch, dieses Stück. Deswegen messen wir uns jetzt hier auch 19 cm vom Ende des Stamms ab. So, wir klemmen uns das jetzt hier mal an unserem Bettrahmen fest. Als kleine Challenge machen wir das Ganze mit einer Handsäge und zwar mit so einer rückenlosen Säge. Das ist wichtig, damit wir hier einfach so durch das Holz durchgehen und nicht hier hinten stecken bleiben. Man kann das natürlich auch mit einer Stichsäge machen, aber ich wollte uns mal ein bisschen challengen hier. Kommen wir auch ins Schwitzen, ist gut. So. Und mega! So. Richtig hübsch. So, liegt das doch ganz gut an. Traumhaft, oder? Ja, das sieht gut aus. Okay, wir machen uns ein bisschen Arbeitsfläche hier. Aber guck mal, der hängt ja so ein bisschen nach vorne. Ja. Und wenn wir den dahin machen, dann hängt er eher so ein bisschen nach hinten. Das, das ist vielleicht hübscher, oder? Ja. Gebe ich dir mal den. So. Das ist doch sweet. Ja. So, wir werden das Ganze jetzt mit so einem Forstnerbohrer vorbohren und dann mit diesen Gewindeschrauben befestigen. Ja, kann man natürlich eigentlich auch mit normalen Holzschrauben machen. Das ist ein bisschen einfacher und schneller. Das geht natürlich. Aber so ist schöner. Ja, wir wollen es fancy haben. So, ne? So könnte es gehen. Ach, ist das schön, wenn man so einen Handwerker hier zu Hause hat. Okay, wir bohren jetzt einmal komplett durch den Stamm und leicht in den Bettrahmen rein. Und jetzt haben wir hier quasi unsere angezeichneten Punkte am Bett und bohren da auch noch mal einmal komplett durch. Dann würde ich sagen, befestigen wir es gleich, oder? Ja, lass mal gucken, ob es passt. Ich halte hin. Wir haben hier noch so Unterlegscheiben. Ah. Da kann nichts passieren. Super sweet ist es geworden. Ja, geil. Dann kommt jetzt noch der Querbalken. Den lassen wir ein bisschen überstehen, oder? Rechts und links. Ja. Es ist ungefähr, mach's. Ganz grob. Es ist ja, sieht ja sowieso so ein bisschen rough aus, genau. Super. Juhu. Also wir haben jetzt hier die schöne Kordel. Ich gebe dir mal ein Stückchen rüber. Danke. So. Du musst mir gleich zeigen, wie ich das am besten machen soll. So schnüren und knoten. Ja, ich glaube, wir machen einfach einmal hier so rüberlegen. Ja. Genau. Und dann quasi diagonal. Ja. Also immer so diagonal schön knoten.
Für den perfekten Boho-Touch habe ich uns jetzt hier so Schleiernessel besorgt. Sieht super hübsch aus. So ein bisschen Leinenoptik, finde ich. Nur durchsichtiger. Ja, genau. Es ist so ganz grobmaschig und deswegen auch sehr leicht, was natürlich gut ist. Und den werden wir jetzt da einfach mal dran knoten, wa? Ihr habt ja so schön abgestimmt und euch für Boho-Style entschieden. Deswegen habe ich jetzt hier noch so ein paar kleine Gadgets mitgebracht. Da es ein Bett ist, brauchen wir natürlich einen Traumfänger. Natürlich. Finde ich auch am schönsten, so Boho-Style. Ja, ne? Ja. Ja, machst du ja auch ganz viel bei dir auf dem Kanal. Danke, dass du mir geholfen hast, ja, Alex. Ja, hat mega Spaß gemacht. War richtig ich cool. Ich finde, sieht auch richtig schön aus. Ja? Ja. Wie würdest du es denn nennen, wenn es einen Namen hätte? Irgendwas Weibliches? Monique? Monique, okay. Du? Ich würde sagen Boho-Bienchen. Boho-Bienchen. Oder Boho-Bärchen. Also stimmt ab, Boho-Bienchen oder Boho-Bärchen. Ich muss auf jeden Fall mir noch das Video mit den Real-Life-Guys anschauen, wie ihr das Bett gebaut habt. Ja, macht das mal. Oder wenn ihr noch sehen wollt, was Finn Kliman so für Betten baut, dann könnt ihr euch das hier angucken. Also, drin gebounced. Ciao.